warum lernt die Menschheit nicht, dass wir Konflikte anders lösen müssen? Immer wieder kommt dann die Frage, müssen wir jetzt nicht mit Waffen eingreifen? Und wenn ich sehe, welches Desaster in Afghanistan zurückgelassen wurde, wir schauen nicht mehr hin, welche Hungersnot im Moment in Afghanistan akut ist. Die evangelische Kirche in Deutschland hat ja zunächst den Kurs der Bundesregierung unterstützt. Wir liefern keine Waffen in die Ukraine, weil es den Konflikt befeuern könnte, anheizen könnte. Im Lichte des Überfalls Russlands auf die Ukraine in der Nacht zum 24. Februar hat die Bundesregierung dann diese Kehrtwende vollzogen und dann hat auch die EKD ihre Position verändert. Und die Menschen bräuchten mehr als Mitgefühl und unsere Gebete, hat Annette Kurschus dann bekannt gegeben. Wie sehen Sie das persönlich? Waffen liefern, der richtige Schritt? Ich kann nur für mich persönlich sprechen und muss sagen, dass ich finde, Waffenlieferungen werden keinen Frieden bringen. Der Friede wird nicht durch Waffen erzwungen werden, sondern durch Verhandlungen, durch Diplomatie. Es werden auch Kompromisse sein müssen, die wehtun. Es gibt ja nicht nur faule Kompromisse, sondern auch schmerzhafte und fleißige. Insofern finde ich, Waffenlieferungen in ein Krisengebiet haben wir eigentlich immer abgelehnt. Und das bleibt auch meine persönliche Haltung, so sehr ich natürlich verstehe, dass bei so einem Kampf David gegen Goliath alle David unterstützen wollen. Brauchen wir die Aufrüstung der Bundeswehr, Stichwort Sondervermögen 100 Milliarden? Als ich gehört habe, dass wenige Tage von Donnerstag bis Sonntag die gesamte Haltung der Bundesregierung sich geändert hat und jetzt zusätzlich zu den 49 Milliarden, die der Wehretat oder der Etat des Verteidigungsministeriums ohnehin schon hat, müssen Sie mal vergleichen mit dem Etat vom Gesundheitsministerium oder vom Bildungsministerium oder vom Umweltministerium. Also zu diesen 49 Milliarden jetzt noch einmal 100 Milliarden. Mir stockt da der Atem, das muss ich sagen. Das ist auch nicht im Wahlkampf je thematisiert worden. Wir wollen das 2%-Ziel jetzt sogar übererreichen. Darüber gab es keine öffentliche Debatte, keine große parlamentarische Debatte. Ich halte das für einen falschen Schritt. 100 Milliarden zu investieren in Friedensmissionen, in Mediationsausbildung, in zivilen Friedensdienst, das hielte ich für den richtigen Schritt. Und das Forum Ziviler Friedensdienst beispielsweise, das bildet Mediatoren aus. Stecken Sie da mal eine Investition von 100 Milliarden, unvorstellbare Summe rein. Ich denke, das würde tatsächlich die Welt verändern. So bleibt es bei einer Welt, die darauf setzt, dass irgendwie Waffen, Aufrüstung, Frieden schaffen. Ich glaube das nicht. Sie setzen auf, also auch im Lichte des aktuellen Konfliktes, dann auf zivilen Widerstand ohne Waffen, als jetzt mal die akute Maßnahme in der Ukraine? Aber sehen Sie, es ist doch ganz klar, Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Es ist völkerrechtswidrig, ein friedliches, freies Land zu überfallen. Das ist gar keine Frage. Und dass ich auch Empathie, entsetzlich Bilder sehe und Mitleid, Mitgefühl mit den Menschen habe, das ist menschlich, emotional, das geht uns allen so. Das ist gar keine Frage. Nur ich sehe nicht, dass die Waffen jetzt Frieden schaffen. Vielleicht müssen wir kreative Formen finden, einen riesigen Friedensmarsch aller Religionsführer nach Kiew, andere Arten damit umzugehen. Pazifisten werden immer angegriffen, wenn es zu akuten Auseinandersetzungen und Konflikten kommt. Ich weiß noch, wie gewarnt wurde vor dem Konflikt im Kosovo. Kein Mensch hat aber Geld investiert, um den Konflikt zu befrieden, als er dann ein heißer, bewaffneter Konflikt wurde. Da wurde auf einmal Geld investiert, um noch mehr Waffen reinzuschaffen. Die einzigen Gewinner sind doch im Moment wirklich die Rüstungsindustrie. Wir sehen, dass die Aktien von Rheinmetall durch die Decke gehen. Also meine Frage ist, warum lernt die Menschheit nicht, dass wir Konflikte anders lösen müssen? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele UkrainerInnen das ein Stück weit als zynisch empfinden könnten, zu sagen, Schwerter zu Pflugscharen sozusagen, weil wir jetzt akut nicht von der Waffengewalt bedroht sind. Können wir überhaupt solche Signale senden, vielleicht auch als Christen, als Kirche? Jetzt muss ich doch mal sagen, wenn die Ukrainer sich verteidigen mit den Waffen, das wird kein Mensch verurteilen.
Und das ist ja auch so, dass du nicht jemanden beurteilst, der in der akuten Situation zur Waffe greift, um sich zu verteidigen. Ich war nun jahrelang Präsidentin der Beratungsorganisation für Kriegsdienstverweigerer. Und da wurde immer wieder durchgespielt, wenn ihre Freundin neben ihnen vergewaltigt wird und sie haben eine Waffe, würden sie sie nicht nutzen, um die Freundin zu schützen. Also das ist der klassische Konflikt. Aber die Frage ist doch, haben Christen eine Haltung? Und die Haltung, die Jesus uns vorgibt, ist für mich glasklar. Steckt das Schwert an seinen Ort, sagt er im Garten Gethsemane. Selig sind die Friedenstiften, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Das ist eine Provokation, das ist mir klar. Aber da siehst du, wie provokativ das Evangelium ist. Und ich sag mal, für mich war Martin Luther King immer ein großes Vorbild. Dem wurde auch vorgeworfen, dass er naiv ist, dass er sich als Pfarrer nicht einzumischen hätte in militärische Vorgänge, damals der Vietnamkrieg. Und das ist der Ton, den Pazifisten immer abbekommen. Nehmen wir mal Bertha von Suttner, die ist 1914 gestorben und musste zum Glück, kann man vielleicht sagen, was zynisch, den Beginn des Ersten Weltkriegs, den sie versucht hat zu verhindern, nicht mehr erleben. Aber am Ende waren es die Waffen, Nationalismus und am Ende sagte Stefan Zweig, man hat sie belächelt. Aber im Grunde waren die drei Worte dieser Frau, die Waffen nieder, so heißt ja ihr großer Roman, das Entscheidende. Man hätte die Waffen niederlegen müssen. Und im Nachhinein ist das immer klar, ein Krieg muss beendet werden, er muss irgendwie beendet werden. Und in der Regel werden Kriege nicht durch Siege beendet, sondern durch Verhandlung. Kann man aus christlicher Perspektive auch rechtfertigen, Waffen einzusetzen in außergewöhnlichen Situationen? Also wenn ich an die Ethik Dietrich Bonhoeffers zum Beispiel denke, der ja durchaus solche moralischen Dilemmata aufgegriffen hat. Man macht sich schuldig in jedem Fall, aber man kann es vielleicht vor dem eigenen Gewissen rechtfertigen, die Not des Nächsten sehen und dann auf die Gnade Gottes hoffen. Natürlich ist das eine christlich legitimierte Position, der Tyrannenmord. Dafür steht Bonhoeffer. Es gibt andere wie Helmut James Graf von Moltke, der den Kreisauer Kreis gegründet hat und eine entscheidende Rolle im Widerstand spielte, aber gesagt hat, mit dem Tyrannenmord ist er nicht einverstanden, weil das für ihn gegen das biblische Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, geht. Also insofern sind beide christlichen Haltungen möglich. Meine ist eher die von Helmut James Graf von Moltke, das werden Sie verstehen. Ich habe immer auf die Fantasie des gewaltfreien Widerstands gesetzt, aber ich respektiere, dass andere das anders sehen. Also in der christlichen Kirche, jedenfalls unserer Prägung, der evangelischen Prägung, ist es möglich, dass du bei einem ethischen Dilemma unterschiedlicher Ansicht bist. Und das finde ich, muss doch respektiert werden, dass du schuldig wirst. Gleich welche Option du nimmst, das gehört zur Erkenntnis eines Christenmenschen. Keiner kommt ohne Schuld durchs Leben. Und natürlich kannst du so schuldig werden und andersherum eben auch. Ich wünsche mir eine stärkere Rolle der Kirche. Ich bin schockiert, aber nicht überrascht über die Rolle, die Patriarch Kirill in Moskau spielt, der diese Ideen vom Großrussischen Reich ja immer wieder verteidigt hat. Ich denke, alle Appelle, die jetzt vom Ökumenischen Rat der Kirchen, auch von den Weltreligionen für den Frieden an den Patriarchen gegangen sind, sind ja ins Leere gelaufen. Aber die Frage muss dann gestellt werden, müsste das nicht mehr diskutiert werden? Im Ökumenischen Rat der Kirchen haben wir das schon vor Jahren diskutiert, als es um den Konflikt in Jugoslawien ging und ein serbisch-orthodoxer Metropolit zu den Waffen gerufen hat. Das sei jetzt eine Frage der vaterländischen Haltung. Damals habe ich schon widersprochen. Und ich denke, wenn wir so stark erklären, dass die Ökumene und die Kirchen und die Beziehungen auch zur russisch-orthodoxen Kirche eine Rolle spielen, dann muss das diskutiert werden. Und ich bin froh, dass doch mehr als 200, soweit ich weiß, russisch-orthodoxe Priester in Russland sich gegen den Krieg geäußert haben, dass der russisch-orthodoxe Metropolit von Kiew klar von einem Brudermord gesprochen hat und jetzt gerade in Jerusalem Vertreter aller Religionen, also Juden, Christen, Muslime und auch Drusen, einen Brief an Kyrill an die Tür, sehr lutherisch, der russisch-orthodoxen Kirche in Jerusalem genagelt haben. Also insofern tut sich was, das ist auch wichtig. Und ich wünschte mir, dass Patriarch Kyrill seine Stimme erhebt und seinen Einfluss, den er hat, auf Präsident Putin geltend macht.
Ich denke, dass evangelische Christinnen und Christen die Stimme durchaus erheben können und ihre Friedensüberzeugung klar und deutlich weitergeben sollten und nicht immer wieder, und das erlebe ich ja nicht zum ersten Mal, ich habe vom Vietnamkrieg erzählt, ich meine, ich habe den Kosovo-Konflikt erlebt, den Krieg in Jugoslawien, und immer wieder kommt dann die Frage, müssen wir jetzt nicht mit Waffen eingreifen? Und wenn ich sehe, welches Desaster in Afghanistan zurückgelassen wurde, wir schauen nicht mehr hin, welche Hungersnot im Moment in Afghanistan akut ist. Wir haben Waffen geliefert nach Saudi-Arabien, ja, und Saudi-Arabien ist verantwortlich für den Krieg im Jemen, auch da eine Hungersnot. Der Krieg in Syrien findet immer noch statt, der ist akut, und da hat Putin im Grunde seine Strategie, die er jetzt in der Ukraine durchführt, erprobt. Also wir müssen auch schon aufpassen, wo wir hinschauen und ob wir sehr selektiv sind in dem, was wir sehen wollen und was wir nicht sehen. Das hat ja Herr Merz auch im Bundestag gesagt, Friedensmärsche und Friedensgebete oder Ostermärsche und Friedensgebete sind eine schöne Sache. Und das heißt nice to have, aber nicht wirklich wichtig und effektiv. Und trotzdem wissen wir, dass Gebete die Welt verändern können. Sie verändern schon mal uns selbst als Menschen, wenn wir für andere beten, weil wir eine Beziehung aufbauen zu den Menschen, für die wir beten. Am Ende der DDR hieß es, wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten, die ja auch lange belacht wurden. Und der Ruf keine Gewalt, der ist aus den Kirchen in Ost-Berlin, Leipzig und Dresden auf die Straße in die Massendemonstrationen getragen wurden. Ich finde, wir sollten nicht unterschätzen, was das heißt. Und politisch Handelnde, die das belächeln, nehmen nicht wahr, dass andere Menschen, Bürgerinnen und Bürger, nicht viele andere Möglichkeiten haben. Was sollen wir denn tun? Auch zu den Waffen greifen und in die Ukraine gehen? Also ich finde, wir sollten wertschätzen, wenn Christinnen und Christen in Fürbittgebeten Bürgerinnen und Bürgern bei den Demonstrationen klar äußern, dass sie sich für Frieden engagieren und diesen Gewaltakt, diesen Vernichtungskrieg, diese putinsche Aggression ablehnen. Ich denke dabei aber auch, wir sollten dran denken, gestern wurde erklärt, es sind über 9000 junge russische Soldaten inzwischen gestorben. Wir sollten uns von den Feindbildern dieser Welt nicht vereinnahmen lassen. Also wenn ich jetzt höre, dass hier in der Bekanntschaft ein kleines Mädchen in der dritten Klasse nicht mehr in die Schule gehen will, weil sie da derartig schikaniert wird, weil ihre Großeltern russischer Abstammung sind, da muss ich sagen, finde ich das absolut inakzeptabel. Da lassen sich Menschen dann in ein Feindbild mit einbeziehen. Das ist doch genau das, was ein Wladimir Putin will, die Welt spalten in hier die einen und da die anderen. Ich finde, darauf sollten sich Christinnen und Christen nicht einlassen. Blicken Sie trotz dieser schrecklichen Konflikte oder vielleicht auch gerade deswegen hoffnungsvoll auf Ostern in diesem Jahr? Für mich ist im christlichen Glauben immer wichtig gewesen, dass es die Passion gibt. Ja, Gott rettet Jesus nicht runter vom Kreuz. Jesus geht in diese Passion, und das ist auch eine Ohnmachtserfahrung. Wenn ich das sage, werde ich oft kritisiert, aber das hat nun auch schon Dietrich Bonhoeffer gesagt. Das ist eine große theologische und bleibende Herausforderung, Gottes Allmacht und Gottes Ohnmacht zusammenzudenken. Und dass Gott selbst Leid erfährt, Ohnmacht gegenüber der Gewalt, der Brutalität und dem Unrecht dieser Welt. Dafür steht die Passionsgeschichte. Dass das aber nicht das letzte Wort hat, sondern das letzte Wort an Ostern kommt und dem Leid und dem Tod nicht das letzte Wort gegeben wird, sondern dem Leben, dem Abwischen der Tränen, der Versöhnung, ja, der Zukunft und der Liebe. Ich denke, das ist auch in diesem Jahr die österliche Botschaft. Es wird eine Zukunft geben. Es gibt entsetzlich viel Leid. Wir können in unserer Ohnmacht nur mit Fürbitte, Friedensdemonstrationen, Versorgung von Flüchtlingen darauf reagieren. Aber am Ende bleibt die große Hoffnung, dass Friede werden kann.